Wer ist ganz brav geblieben heute? Er war gerade eine halbe Stunde alleine. Was schnüffelst du da? Sag mal hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Essen und Lärmevideo. Will da jemand runter? Ist da jemand hyperaktiv? Er war heute ganz alleine zu Hause und hat heute auch brav den Tierarzt überstanden, wurde heute gechippt. Haben eine Haftpflicht für ihn eingerichtet. Nächste Woche wird er angemeldet. Am 1. Dezember haben wir nochmal einen Termin. Da wird er gegen Tollwut geimpft und gegen noch so ein paar andere Sachen. Hat heute aber auch seinen Impfpass bekommen. Die Tierärztin war ein bisschen sauer, weil so ein süßer Kerl wie du einfach nicht beim Arzt war schon früher. Freust du dich so sehr, dass ich jetzt wieder da bin? Freust du dich so sehr, dass ich jetzt wieder da bin? Ja, ich würde mal sagen, ich hole mir mal eben kurz was zu essen raus und dann reden wir weiter. Während mein Essen jetzt gerade in der Mikrowelle ist, ja, habe ich dem Hund Beschäftigung gegeben. Rex! Rex, du bist schwarz, dich sieht man gar nicht. Dich sieht man gar nicht. Teilst du? Teilst du? Sag mal nein, ich teile nicht, das ist meins. Du hast dein eigenes Essen. So, jetzt sitze ich am Tisch. Jetzt können wir essen wieder mit meiner wunderschönen Schale hier. Ein bisschen Ähnlichkeit, ne? Rex habe ich Beschäftigung gegeben. Ich habe hier noch ein paar Reste von vor 2 Tagen, so Kartoffeln und Brokkoli und sowas. Der kleine Mann war heute so unglaublich süß beim Tierarzt. Es tat bestimmt weh, das Chippen. Er hat richtig geblutet. Also ihm ist das Blut hier wirklich runtergeflossen am Fell. Und da, wo er halt drauf war, auf dieser Liege, war auch alles voller Blut. Aber er hat nicht geweint oder sowas. Tierarztbesuch hatte wirklich nur seine Vorteile. Gechippt, geimpft, wir haben Tabletten zum Entwurmen bekommen. Die Tierärztin war, wie gesagt, ein bisschen sauer. Dass man einfach einen Hund holt und den wieder abgibt. Vor allem im Welpenalter. Man muss sich vorher deren bewusst sein, was eine Hundeanschaffung bedeutet. Und es ist kein Spielzeug. Und sie ist halt einfach entsetzt, wie viele Leute einfach mit Tieren da ankommen, wo halt die Leute sagen, ja, wollten die Vorbesitzer nicht mehr. Traurig, ne? Wir hatten zum Beispiel auch beim Tierarzt einen Mann vor uns, der hatte einen Pudel gemischt mit einem Golden Retriever. Und er hat erzählt, ja, er hatte vorher 2 Hunde vom Tierheim sich geholt. Die haben ihm aber nicht gepasst. Die waren sehr aufbrausend. In die Stuben rein. Und das war ihm einfach zu viel Arbeit. Und hat die dann einfach wieder abgegeben. Damit ist so alles klar. Okay. Du hast den Hunden nicht mal wirklich eine Chance gegeben. Und hast sie direkt wieder zurückgebracht. Nur weil die in die Stuben rein sind und weil die ein bisschen harnen. Das hat er übrigens auch noch gesagt. Fand ich traurig. Ich meine, wir geben Rex jetzt nicht ab, weil er nur in die Stuben rein ist oder sowas. Nein, Rex ist sehr anstrengend. Kann ich wirklich alleine bleiben? Hat einen Propeller im Arsch bis zum geht nicht mehr. Ist aufbrausend. Er kratzt richtig, richtig krass. Wir haben vergessen, Bescheid zu sagen, dass seine Krallen geschnitten werden müssen. Das holen wir aber nach. Wir gucken mal hier in der Umgebung, wer das noch so macht oder machen kann. Gibt ja auch so Hundefriseure, die das anbieten. Auf jeden Fall ist Rex sehr anstrengend. Sehr, 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 sehr anstrengend. Aufbrausend, wie gesagt, das ist noch Kind, Baby. Trotzdem geben wir den Hund nicht ab. Bugs war damals auch sehr, 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 sehr anstrengend, ja. Er hat überall hingemacht. Er konnte seine Blase wegen dem Alter schon nicht mehr halten. Ihm ist auch mal etwas anderes außer Pipi dann, ne, entwichen, sagen wir mal so. Trotzdem, bis zum letzten Ende war er bei uns. Und ich finde, nur weil ein Hund ein bisschen schwer wird, sehe ich keinen Grund, den Hund wieder abzugeben. Lass es, überleg vorher, aber kauf nicht und geb dann wieder ab. Also, verstehe ich nicht. Jeder, wie er möchte, ganz ehrlich, jeder, wie er möchte. Aber es sind einfach Verlustängste für den Hund. Als wir heute mit Rex zur
zum Tierarzt gefahren sind. Er hat gezittert, Leute. Er hat gezittert. Er hat zwar nicht gefiept oder sowas, aber du siehst diesen Hund eigentlich immer glücklich und happy und auf dich springen. Und er liebt es halt einfach, jeden zu begrüßen. Und als wir im Auto gesessen haben, habe ich so gedacht, kann es sein, dass der Hund gerade denkt, dass wir den wieder abgeben? Weil sein Gesichtsausdruck war auf einmal so richtig, richtig, richtig traurig. Richtig traurig. Und er tat mir richtig leid. Ich habe ihn in den Arm genommen und habe gesagt, du bleibst bei uns, du gehst nirgendwo hin, wir gehen nur zum Tierarzt. Leute, der hat mich angeguckt. Der hat mich so enttäuschend angeguckt. Und der die ganze Zeit danach beim Tierarzt, den hat gar nichts gejuckt. Den hat gar nichts gejuckt. Der hat sich an meine Mutter angeschmiegt so und wollte nur gestreichelt und gekuschelt werden. Und als wir nach Hause gekommen sind, ab da war er wieder glücklich, dass er wieder zu Hause ist. So, wisst ihr, wie ich das meine? Ein Hund spürt das und ein Hund kriegt das mit. Ein Hund ist nicht doof. Schmeckt wohl. Ich habe gestern eine Nachricht auf Instagram bekommen, wo ich mir einfach nur innerlich in den Kopf gefasst habe und habe gedacht, an was für einen falschen Film bin ich eigentlich gerade hier gelandet. Da hat mir, also ich sag jetzt nicht wer, ich komme darauf zu. Ich habe eine Nachricht auf jeden Fall bekommen, wo mir jemand, ich werde das Alter gleich noch nennen, den Namen werde ich aber nicht droppen, geschrieben hat, ich finde deine Videos eigentlich, ich setze mal dieses eigentlich in eine Luftblase, ja, eigentlich ganz gut, aber ich fand es ein bisschen unnötig, dass du rumgemeckert hast, dass das Garnier-Shampoo, das Kindershampoo, teurer geworden ist. Es kostet ja nur 2,75 Euro. Ich kaufe Shampoo für 4,99 Euro. Dann habe ich mir so zwei Fragen erstmal im Kopf gestellt. Entweder hat sie genug Geld und die Inflation juckt sie einfach überhaupt nicht. Jeder ist seinem. Jeder wie er möchte, jeder wie er mag und jeder wie er kann. Der eine kann es, der andere kann es halt nicht. In dem Sinne, ich kann es nicht. Ja, wenn man genug Geld hat, mega cool, freue ich mich mega, mega für dich. Dann hast du auf jeden Fall ein paar Probleme weniger. Da freue ich mich sehr für dich. Aber es geht nicht jedem so. Das ist erstmal Punkt 1. Nicht jeder kann sich das leisten. Und für jemanden ist ein Kindershampoo für 2,75 Euro zu teuer. Mir. Ich verdiene nicht die Welt und auch ich muss auf die Preise achten. Weil ich habe ziemlich viel Abzug und ziemlich wenig bleibt übrig. Ich möchte aber trotzdem für euch Videos machen. Trotzdem für euch einkaufen gehen. Und das heißt, ich habe ein gewisses Budget, dass ich jeden Mal ausgeben kann zum Einkaufen. Und für mich sind halt einfach 2,75 Euro für ein beschissenes Kindershampoo zu viel. Ich meine, was macht denn dieses Kindershampoo so besonders, Gott, Faden schon im Mund, so besonders, dass ich dafür, besondert, genau. Was macht dieses Kindershampoo so besonders, dass ich dafür 2,75 Euro bezahlen würde, statt wie vorher 2,20 Euro im Angebot sogar 1,99 Euro. Ja, wahrscheinlich, weil es jetzt im Angebot ist, kostet es 2,50 Euro oder sowas. Nichts. Ich kenne dieses Shampoo ziemlich lange. Ich habe es ziemlich lange benutzt. Dieses Kindershampoo macht gar nichts. Nichts. Hauchst du keine andere Pflege noch mit bei, wenn deine Haare einfach nur scheiße trocken. Dieses Shampoo macht überhaupt nichts. Es ist einfach nur ein Kindershampoo, was mild ist und was in den Augen nicht brennt. Ansonsten macht es gar nichts. Überhaupt nichts. Okay, leichte Kämmbarkeit. Gebe ich noch zu, stimmt. So, es gibt jetzt zwei Unterschiede zwischen, du kaufst ein Shampoo, ja, was unglaublich gut ist, was deine Haare weich macht, was deine Haare schön macht, ja, dafür wäre ich auch bereit, Geld auszugeben. Ich habe mich kurz erschrocken. Dafür wäre ich auch bereit, so viel Geld auszugeben. Aber nicht 2,75 Euro für ein Kindershampoo, was rein gar nichts tut. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Zwischen einem Shampoo, was etwas tut und was etwas macht und wo du einen Effekt siehst, und zwischen einem Shampoo, was gar nichts macht. Ich meine, dieses Garnier-Shampoo kannst du gegen jedes andere Kindershampoo ersetzen, was unter 2 Euro kostet oder sogar unter 1 Euro. Zum Beispiel Balea oder Isana oder weiß ich nicht was. Ist derselbe Effekt. Okay, ich kann es ab. Also ich kann Isana und Balea gut ab. Bübchen könnte ich zum Beispiel nicht ab. Aber trotzdem, Isana und Balea kommen genauso gut an dieses Garnier-Kindershampoo dran, wie halt dieses Garnier-Shampoo ist. Halt. So, wisst ihr, wie ich das meine? Ich bezahle selber 3,99 Euro für die Garnier-Fructis-Reihe. Fructis ist da, glaube ich, für die Spülung, für das Shampoo und für die Haarmaske bezahle ich sogar 5,99 Euro oder irgendwie sowas um den Dreh. Ist ja auch teurer geworden. Aber nicht für 2,75 Euro ein Kindershampoo. So,
Und dann habe ich halt geguckt auf ihrem Profil. Ich so, okay, die ist 17. Habe ich gedacht, ah, okay. Okay. Wahrscheinlich Ausbildungsgehalt. Ich kann dazu jetzt nicht viel sagen. Aber Ausbildungsgehalt oder mit 17 kann man, glaube ich, nicht so viel machen. Ich denke mal, entweder geht sie noch zur Schule oder Ausbildungsgehalt oder wohnt noch bei den Eltern, Schwester, Tante, wie auch immer. Oma, Opa, weiß ich nicht. Da habe ich mir so gedacht, okay, gut. Ja, dann kann man das natürlich auch schreiben. Ne? Vielleicht wohnt man dann ja noch zu Hause und man hat halt... Ich habe hier gerade was rausgespuckt. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Man hat halt genug Geld noch übrig. Man kann das ausgeben und man kann auch euch 4,99 € für ein Shampoo ausgeben. So. Wenn einem etwas nicht passt auf meinem Kanal, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung, ja? Aber... dann behalte es einfach für dich. Guck meine Videos nicht. Aber man mir schreiben zu müssen, ja, ich fand es unnötig, dass du wegen 2,75 € rumgemeckert hast. Ja, aber das ist doch mein Empfinden. Für mich sind diese 2,75 € zu viel für ein Kindershampoo. Aber das ist mein eigenes Empfinden. Ich weiß, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe. Und nur ich kann alleine entscheiden, was teuer ist und was nicht. Einige kaufen sich ein Shampoo für 30 € und sagen, ja, das ist doch Peanuts. Andere können nicht mal sich ein Shampoo für 2 € kaufen, weil es einfach zu teuer ist, weil die jeden Cent umdrehen müssen. Jeder hat halt das Preisempfinden, das ist bei jedem unterschiedlich. Und ich habe mir halt in dem Moment einfach nur gedacht, warum hast du deine Zeit verschwendet, um mir diesen Text zu schreiben? Deine kostbare Lebenszeit. Deine kostbare Lebenszeit. Du hast keine Ahnung, wie lange du auf dieser Erde wohnen darfst, ja? Du hast keine Ahnung, wie lange du hier noch atmen darfst. Warum verschwendest du deine kostbare Lebenszeit für sowas wie mich? Im Endeffekt von dir aus gesehen. Wenn man mich nicht mag, dann ist es sowas wie ich. Mach irgendwas anderes, guck irgendwelche anderen Videos, geh auf TikTok, schau Menschen, die du magst, schau Menschen, die dir gefallen, aber verschwende dann doch nicht deine Zeit mit mir. So, ich sehe es halt immer von beiden Seiten. Ich kann es verstehen, nicht jeder mag jeden. Ich mag auch Menschen nicht. Ja, und dann gibt es auch Menschen, die mich nicht mögen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das akzeptiere ich und respektiere ich. Aber ich denke mir halt in solchen Momenten, komm, warum schreibt doch irgendjemand anderem irgendwas Schönes vielleicht und nutze deine Zeit in vollen Zügen und verschwende es nicht für mich, weil dieser Text ging bei mir hier rein und hier wieder raus. Und als Antwort kam dann von mir auch nur, es ist mein Kanal, ich entscheide, was ich sage, ich entscheide, was ich mache. Und wenn mein Empfinden so ist, dass ich das Produkt zu teuer finde, dann finde ich es zu teuer. Und wenn ich den ganzen Tag nur wegen den Preisen rummeckere, dann mecke ich den ganzen Tag nur wegen den Preisen rum. Aber es ist halt einfach so, weil ich auch zu dieser Menschengruppe gehöre, die sich langsam fast nichts mehr leisten können. Ich kann mir keinen Urlaub leisten. Leute, ich sag euch das nochmal. Ne? Ich glaube, bei einigen, ich kriege auch tagtäglich Nachrichten, bei einigen, die verstehen es nicht. Die denken, ich würde hier tatsächlich Millionen verdienen. Leute, ich verdiene weniger als jemand, der einen Minijob hat. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch erklären soll, aber ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Aber mein Hobby, was ich hier mache, beziehungsweise mein Beruf, da kommt noch nicht viel bei raus. Das wird vielleicht sich irgendwann ergeben, weiß ich nicht. Aber ich lade jeden Tag auch Videos hoch, damit ich auch genug Geld Ende des Monats habe, weil es an mir liegt, wie viel ich arbeite und wie viel ich verdiene. Und ich möchte halt auch mir was leisten können, sag ich mal so. Und deswegen kommt auch manchmal bis zu 2 Videos online. Öfters mal 2 Videos, weil ich dadurch halt mehr Einnahmen habe. Manchmal, wenn ich es schaffe, dann nicht. Aber ich versuche immer 2 Videos hochzuladen. Erstens, weil ich diese Mukbang- bzw. Essen- und Laber-Videos ziemlich, ziemlich gern habe. Ich möchte mich aber nicht entscheiden. Und deswegen kamen auch dann irgendwann diese 2 Videos online. Um halt ein normales Video, um es halt meinen normalen Zuschauern recht zu machen. Und halt dann diese Essen- und Laber-Video- bzw. Mukbang-Videos, um es halt auch der anderen... ja, der anderen Gruppe recht zu machen, weil die sich halt gewünscht haben, dass ich vermehrt halt solche Videos mache. Ich möchte halt einfach nur sagen, es ist in Ordnung, wenn man mich nicht mag. Aber irgendwie sich beschweren über meinen Kanal, nur weil ich etwas nicht sage oder nicht mache, wie ich diese Person möchte, finde ich halt ein kleines bisschen unnötig. Und wie gesagt, finde ich halt einfach unnötig und halt zeitverschwendend. Also zeitverschwendend, das sollte ich keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Es tut mir leid, aber es tut mir leid. Ja, ich finde 2,79 €, 75, keine Ahnung, was der Dreck kostet, einfach zu teuer für ein Kindershampoo, was gar nichts tut. Ich liebe mein Garnier Fructis Shampoo und Spülung und Haarmaske. Das macht meine Haare unglaublich weich. Und da wäre ich auch
immer bereit, die 3,99 € zu bezahlen oder die 5,99 € für diese Haarmaske, weil ich es halt einfach gut finde. Aber doch nicht für ein Shampoo, was einfach nichts macht. So, und dann mir zu schreiben, ich finde es unnötig. Dann finde ich es unnötig. Ich finde es nicht unnötig. Es ist meine Meinung und ich darf meine Meinung haben. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse. Ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen verklickern, wie ich das meine. Ja, aber solche Kommentare geben bei mir hier rein und hier raus. Also bitte, verschwendet da nicht eure Zeit für mich. Macht irgendwas anderes Cooles. Geht auf TikTok oder schaut Menschen, wie gesagt, die ihr mögt. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Achso, oh mein Gott, Leute, mir ist heute was richtig Beschissenes passiert. Ich habe meine Karte, meine ganz normale Bankkarte, seitdem ich 14 bin oder sowas. 15? Nein, 14 glaube ich. 13, 14 sogar, keine Ahnung. 14? 14, 15 ungefähr so in den Dreh. Entweder habe ich sie mit 14 bekommen, Ende 14 oder Anfang 15 um den Dreh, weil ich habe vorhin geguckt, 2016. Auf jeden Fall habe ich seitdem meine Karte und seitdem habe ich ein Passwort. Ganz normal, ich kenne doch von der Karte das Passwort. Leute, jetzt überlegt mal, wie lange ich den Scheiß schon habe. Sagen wir mal 15. Dann habe ich das schon seit 16 Jahren. Alina, super. Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren habe ich eine Karte. 6,5 Jahren. Ich habe heute tatsächlich bei der Bank meinen PIN von meiner Karte vergessen. Und ich benutze diese Karte tagtäglich. Tagtäglich benutze ich meine Karte irgendwo in irgendeinem Laden, weil ich immer irgendwie irgendwo shoppen bin. Täglich. Leute, ich stand heute bei der Bank und habe ohne Witz meinen PIN vergessen. Ich bin durchgedreht. Ich habe sogar zweimal falsch eingegeben. Muss morgen nochmal zur Bank fahren, um den letzten Versuch wieder freizuschalten, beziehungsweise um die Karte dann wieder auf 3 Versuche freizuschalten. Aber holy moly guacamole, Alter, wie habe ich meinen PIN nach über 6,5 Jahren vergessen? Ich bin dann zu diesem Bankschalter da gegangen, da habe den Mann nur angefragt, gesagt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, Geld abzuheben, ohne dass ich meinen PIN dafür brauche. Er hat sich bestimmt im ersten Moment gedacht, so, hast du die Karte geklaut? Ich so, also ich habe dann direkt danach gesagt, natürlich mit meinem Ausweis, dass ich mich ausweisen kann, dass das meine Karte ist. Also wieso gehen sie nicht an den Automaten? Ich so, ja, weil ich nach über 6,5 Jahren meinen PIN vergessen habe. Er guckt mich nur so an, ernsthaft? Wie viele Versuche haben sie noch? Ich so, einen. Und ich habe den PIN noch zu Hause, deswegen brauche ich den nicht zurücksetzen. Also okay, ja, okay. Gut, hat er mit mir alles gelabert, bla bla bla, dies, das, Ananas. Er hat einen Weg gefunden, wie das funktioniert. Weil normalerweise machen die das so nicht mehr. Die schicken die Leute an den Bankautomaten, damit die das halt immer lernen. Früher hatten die mal so einen Kasten neben den Schaltern, wo die halt dann, wo das Geld halt da rausgekommen ist. Mittlerweile verweisen die Leute halt, wie gesagt, zum Schalter und zeigen denen halt, zum Bankautomaten und zeigen denen halt, wie man das Geld da abhebt. Ja, er hat auf jeden Fall so gesehen für mich so eine kleine Ausnahme gemacht, weil ich halt, wie gesagt, meinen PIN vergessen habe. Und ich brauchte Geld. Ich konnte sonst nicht shoppen gehen. Ich wollte zu Teddy gehen. Und ich brauchte halt dafür Geld. Alter, das hört sich langsam schlimm an. Auf jeden Fall habe ich dann aber noch etwas erfahren, wo ich mir im Nachhinein denke, gut, dass ich meinen PIN vergessen habe. Denn Leute, ich habe Online-Banking seit eigentlich fast seitdem ich meine Karte habe. Vielleicht ein Jahr später habe ich mir das gemacht. Okay, sagen wir mal gut, seit 5,5 Jahren habe ich Online-Banking. Ich bezahle seit 5,5 Jahren jeden Monat zu viel. Ich bezahle seit 5,5 Jahren zu viel für meine scheiß normale Karte von meiner Bank. Warum? Ich habe vorher 11,50 € bezahlt. Ich habe immer 11,50 € bezahlt. Auf einmal sagt er mir heute, ja, wieso bezahlen Sie eigentlich so viel? Haben Sie kein Online-Banking? Ich so, doch. Denken Sie, ich würde jetzt jedes Mal zur Bank fahren, um Kontoauszüge oder sowas zu holen? Nee, bestimmt nicht. Also, ja, ich sehe, dass Sie Online-Banking haben, aber warum bezahlen Sie so viel? Ich so, hä, wie, ich bezahle zu viel? 11,50 € ist doch schon eine ganze Weile so. Nee, 11,50 € ist nur für diejenigen, die vor Ort Überweisungen machen, die vor Ort sich Kontoauszüge holen und die vor Ort alles machen lassen. Hat er gesagt, alle, die Online-Banking haben, online überweisen und den Weg so gesehen zur Bank gar nicht mehr machen, die müssen nur 5,50 € bezahlen. Junge, ich habe seit 5,5 Jahren zu viel bezahlt. Und ich frage mich ehrlich, das ist nicht meine Schuld. Ich war damals, bevor ich umgezogen bin, bei der Bank und habe dem Bescheid gesagt, dass ich umziehe und musste dann ein paar Daten ändern. Und die haben dann den Betrag, die haben den Betrag geändert, gar nicht, weil ich habe nicht immer 11,50 € bezahlt. Ich habe ungefähr
anderthalb Jahre, zwei Jahre habe ich weniger bezahlt wegen Ausbildung. Aber dann habe ich denen halt die ganzen neuen Daten durchgegeben. Und die wussten auch im System, dass ich Online-Banking habe und haben mich trotzdem dann auf 11,50 Euro umgestuft. Der hat mir auch gesagt, dass das nicht meine Schuld ist, sondern die Schuld der Bank ist das. Trotzdem kriege ich mein Geld und ich kriege das Geld nicht zurück. Ne? Aber habe ich mich auf jeden Fall darüber gefreut, dass ich die ganzen letzten Jahre mal zu viel bezahlt habe. Ich habe mich schon gefragt, warum ich so viel bezahle. Weil Pascal bezahlt auch irgendwie 5 Euro irgendwas um den Dreh. Und ich habe immer so viel bezahlt. Krass. So, ich beende das Video jetzt, reicht. Ich wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Über Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über kostenlose Abo würde ich mich sehr freuen. Tschüss, ihr Lieben.